Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns hier gerade mitten in einer Quest, wo wir Halluzygen suchen. Oder Halluzygen? Halluzygen war das, glaube ich, ne? Und wir haben hier ein Terminal, der wahrscheinlich geschützt zur Steuerung ist, ja. Unwichtig. Gehen wir wieder runter. In den sehr seltsamen Ladescreen hier. Ach, guck mal, wer da neu gespawnt ist. Von da unten kommen wir, ne? Ja. Suchen wir uns also einen anderen Weg. Am besten mit Werkbank. Diese Kaffeemaschine, ne? Kochplatte kannst du mir geben, die brauchst du ja nicht, ne? Das habe ich gesehen. Was zur Hölle war das? Ich weiß, was es war. Ach, jetzt seid ihr plötzlich gegen mich? Und wart ihr für mich? Bevor ich euren Kumpel umgebracht habe? Oh. Ich höre einen Loot irgendwie? Da ist nicht mal was drin. Da überhaupt dran zu kommen. Okay, out of. Ausdauer. Kommt die da mit Nudelholz an? Ein Kampfgewehr. Jetzt wird es langsam interessant. Wieso habe ich das Nudelholz mitgenommen? Ich weiß es nicht. Es gibt mir wahrscheinlich nur Holz. Hören, sehen. So, bitte sag mir, dass du hier irgendwo eine Werkbank hast. Also ich habe gleich die Quest abgeschlossen und meine Stimme ist weg. Oh mein Gott. Ja. Das kann schon mal passieren, wenn man den Tag lang aufnimmt. Werkbank! Please! Nix. Nix, nix, nix. Suche. Alter, muss das so grell sein? Na gut. Knacken wir erstmal den Safe. Noch mehr Sachen zum Schleppen. Ach Leute. Will ich noch mehr schleppen? Ich will weniger schleppen. Garahan Anwesen, Zugangskarte. Nice. Können wir da auch noch hin? Und einen Stadtteilen Kabinenschlüssel. Wenn ich das jemals finde. Vergoldetes Glas, oh mein Gott. Okay. Das wird höchstwahrscheinlich nur den Tresor öffnen. Braucht das nicht.
Ich werde mich nicht verarschen lassen. Bagger anfragen. Achtung an alle Mitarbeiter. Alle Anfragen bezüglich des Bagger-Power-Rüstungsprojekts sollten an Harold Frost in unsere Abteilung für Forschung und Entwicklung weitergeleitet werden. Versuchen Sie, keine von Kunden oder der Presse an Sie gerichteten Fragen zu beantworten. Familientag. An alle Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind hiermit herzlich zu unserem jährlichen stattfindenden Familientag am 11. November 2077 eingeladen. Es gibt ein Grillbuffet, reichlich erfrischende Nuka-Cola und mehr Eiscreme, als sie essen können. Eltern haben die Möglichkeit, sich in unserem riesigen Zeitpavillon. Oh, langsam kriege ich jetzt Nackenschmerzen. Eltern haben die Möglichkeit, sich in unserem riesigen Zeltpavillon zur musikalischen Darbietung von Rod Torfulsons Armada zu entspannen. Für die Kinder gibt es Ponyreiten, eine Clownshow und ein Bastelzelt, in dem sie den perfekten Thanksgiving-Tafelaufsatz herstellen können. Weitere Einzelheiten bitte, Einzelheiten bei Anne in der Personalabteilung. Sabotage durch Hornride. In unserem Firmenhauptsitz ist es zu einem schweren Sicherheitsverstoß gekommen. An zwei unserer Generatoren wurden Kabel durchgeschnitten und mehrere Aktenschränke sind in Brand gesteckt worden. Wir gehen fest davon aus, dass es sich dabei um einen Sabotageversuch von Hornride Industrial handelt. Es wurde zwar nichts Wichtiges zerstört, doch die Tatsache, dass unsere Sicherheit umgangen werden konnte, gibt Anlass zur Besorgnis. Wenn Sie innerhalb des Gebäudes Personal ohne korrekte Ausweise entdecken, teilen Sie es bitte umgehend der Sicherheitspersonal mit. Pausenräume. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass einige Pausenräume in unserer Anlage in entsetzlichem Zustand hinterlassen wurden. Wenn Sie Ihre Pause beendet haben, heben Sie bitte Müll und übrig gebliebene Lebensmittel auf, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Wir alle arbeiten viel und ich bin mir sicher, dass wir uns gemeinsam an einer sauberen und gesunden Arbeitsumgebung erfreuen können. Mensch gegen Maschine Event. Achtung an alle Mitarbeiter. Da es nach unserer Niederlage beim Mensch gegen Maschine Event zu einer Reihe von Spekulationen gekommen ist, halte ich es für angebracht, die Dinge klarzustellen. Ab sofort werden alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bagger-Power-Rüstung eingestellt, bis wir eine neue Einschätzung der Lage treffen können. Presseanfragen oder Mitteilungen von Hornride Industrial sind umgehend an das Büro des Vorstandsvorsitzenden weiterzuleiten. Weitere Informationen werden in den kommenden Wochen folgen. Danke für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen. Da hat sich jemand vorbereitet. Aber leider. Hi! Keine Werkbank hier. Ah, jetzt habe ich den scheiß Kampfmesser mitgenommen. Hier muss ja wohl irgendwo ein Labor oder irgendwas rumstehen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gehen wir raus. Vielleicht ist oben irgendwas. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Oh Gott. Wir werden so lange durch die Lande ziehen, bis ich eine gefunden habe. Können wir nichts machen. Ich meine, ich könnte auch zurücklaufen, aber ist ja langweilig, durch schon erkundete Sachen durchzulaufen. Deswegen laufen wir einfach immer weiter vorwärts. Da war wieder kurz das Piepen und dann ist es wieder verschwunden. Naja, wird Zeit, da hochzugehen. Es war vorher nicht da. Hilfsmittel! Jetzt können wir aber ein bisschen... Ja, toll, jetzt habe ich keine Coca-Cola mehr. Na gut. Und da ist ja auch noch einer. Kann man auch noch mal kurz vorbeischauen. Pension Dension.
Ja gut, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir kommen ja eh mit 25 wieder. Die haben ja gesagt, das geht erst auf 25. Da lohnt sich das nicht. Oh Gott. Ich trage jetzt schon so viel mit mir, dass ich keine 2 Meter mehr laufen kann. Hoffen wir einfach mal, dass da oben was ist. Oh. Nee, ich glaube, damit geht das nicht, ne? Aber ich kann mir aber zumindest was zu essen herstellen. Und abgekochtes Wasser. Karottensuppe, hui! Todeskrallensteak. Zumindest etwas. In den zwei. Wieso steht der Erste, wenn der Zweite steht? Vielleicht ist es in Amerika so. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich muss geduckt hier rumlaufen. Oh Gott, die Tür ist zu. Ich werde aber noch getroffen. Schöne Aussicht. Okay, was nehmen wir am besten? Die Leuchtpistole auf jeden Fall nicht. Hier, ich habe noch, glaube ich, Raketenmüll. Wie sieht's hier aus mit dem? Ja. Das tut denen weh. Oh. Hi. Ich glaube, nur der eine war stark. Ja. Ja, es war nur der eine. Wieso sind die Pflanzen eingesperrt? Oder waren hier mal Tiere drin? Ich glaube, hier waren mal Tiere drin. Sie könnten weglaufen. Ich versuche schließlich, sie zu töten. Was für eine Stimme ist das? Ihr habt doch angefangen. Natürlich. Bin hier nur reingekommen und wollte Hallo sagen. Ist das eine Zeitung? Was zum Fick? Was war denn das gerade? War da eine Falle? Hab ich irgendwelche Granaten? Jetzt weiß ich wenigstens, wer da ist. Bei einer Milliarde Sachen dabei. Probieren wir es mal mit der Pumpgun. Wo bist du hin? Gut. Keine Ahnung, abgehauen. Sieht ein bisschen aus wie Top of the World hier, ne? Wo ist der hin? Ich meine, Treppen kannst du nur schlecht benutzen, oder? Der Rauch sieht so cool aus. Du kannst doch keine Treppen benutzen, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie? So viel zu tun. Wie, du hast mich umgebracht. Wie ist das überhaupt möglich? Panzerbrechend. Ich glaube, panzerbrechend ist nicht so schlecht. Ich bin wieder hier. Eindringlich, Rechtschützenden Bürger, für uns kein Leid geschehen, Unruhe
stirbt dein Leib geschehen. Bereit, gesichert. Okay, die wissen schon, wo ich bin. Der Rauch sieht so cool aus. Okay, Panzerbrechen ist nicht so schlecht. Aber ich habe nicht viel Munition dafür. Ah, das hier ist der nächste Stock. Au, au. Plötzlich ist hier alles ruhig. Kann ich Klavier spielen? Rein theoretisch. Tatsächlich. Oh, am Flügel spielen. Das ist, tut mir leid. Oh. Hey! Immer schön aufs Robo hören. Jetzt sind die schon zu zweit. Geil. Man kann die nicht sehen. Wo ist diese scheiß Radiostation? Das ist ein scheiß Ohrwurm. Werkbank. Bitte. Sie hätte mich auf Liebe und Vergebung programmieren können, aber nein. Oh Gott. Oh, die machen richtig Schaden. Genau, jetzt seid ihr gefangen. Genau da will ich euch haben. Ah, der erste ist am Arsch. Weißt du, die anderen Roboter sind ja wohl kein Problem und so, ne? Aber das... Ich will vor allem hier alles ein bisschen erkunden. Ach! Der Taktiker! Mhm. Die benutzt 45er Munition, das ist nicht schlecht. Macht auch nicht wirklich wenig Schaden. Brutal. Ach, das ist so wie meiner. Nur halt ein bisschen krasser drauf. Weißt du, jetzt wo ich Granaten brauche, habe ich natürlich keine. Ich sehe da einfach nichts. Hier, kriegst du einen mit der Leuchtpistole. Ja. Lassen Sie sich von der verführerischen Stimme nicht täuschen. Nicht an einem Tötungswaffe. Bisschen 10 mm Munition reinjagen. Ich meine, das Problem ist einfach, man sieht sie nicht. Hätte ich vorher drauf kommen können. Sie inspirieren dich, tödliche Gewalt einzusetzen. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, was du vorhast, lieber Taktiker. Ich habe das jetzt nicht gerechnet, dass ich die raushole, ja? Ich sehe schon. Ich hoffe, dass wir nach all dem... Jetzt bist du tot, meine Liebe. Jetzt bist du tot. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Ah, toll. Nichts habe ich dafür bekommen. Nichts Gutes jedenfalls. Ja,
Hier muss ja wohl irgendetwas sein, womit ich arbeiten kann. Kann doch nicht sein. Oh, ein Globus. Oh, ein Bleistift? Ach, wegen Blei. Gut. Na jetzt. Oh, Bauplan, Laborwerkbank. Kenn ich doch schon, oder? Na klar. Okay, lass uns mal den Rest hier ein bisschen durchsuchen. Irgendwo werde ich ja wohl mein Zeug loswerden können, oder? Irgendeine Art Bastelwerkstatt oder so. Irgendwas muss hier doch sein. Kannst mir doch nicht erzählen. Kann mich doch hier nicht mit dem ganzen Scheiß hier mal ständig rumlaufen lassen. So, hier bin ich angekommen, ne? Oder? Oder das war schon der dritte. Na, lass uns höher gehen. Ich brauch das. Ich komme wieder. Oh, oh Mann. Da wäre doch meine Werkstatt gewesen. Ah ja, da ist eine fette Wumme drin. Das merken wir uns mal für später. Hier geht's nur raus. Irgendein Pokerspiel. Erinnert mich ein bisschen an Tenpenny. Ein Puppenkopf. Okay. Werkbank. Bitte. Schädel, die ich nirgendwo hinstellen kann. Leider. Bücher, die ich nicht mitnehmen kann, die gut aussehen. Die könnte man gut verkaufen. Hey, wer braucht schon in der Endzeit Bücher, die gut, aussehen, ne? Ich nicht. Eintrag 01. Das Geschäft lief diesen Monat. Meine Frau, Vivian, war nicht gerade begeistert, als ich ihr sagte, dass ich eine Finanzspritze brauche, um den Laden zu erweitern. Inzwischen ist sie aber wesentlich glücklicher, nachdem sie meine Gewinn- und Verlustrechnung gesehen hat. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das ohne sie hätte schaffen sollen. Nicht nur finanziell, sondern auch ihren emotionalen Beistand. Sie steht immer hinter mir, ganz egal, welchen verrückten Luftschlössern ich hinterherjage. Ich habe wirklich Glück. Heute erledigt. Die Symmetrie der steinbesetzten Ringschienen überprüft, Verschlüsse auf Schäden überprüft. Vivian kam heute nach Hause und ist einfach in meinen Armen zusammengebrochen. Sie war am Ende. Ich glaube, der Druck seitens Hornwright und seinen Abbaubots wird zu viel für sie. Sie hat mir daraufhin von der Herausforderung erzählt, dem Mensch-gegen-Maschine-Wettkampf. Ich wollte sie bitten, sich noch nicht darauf einzulassen, mehr Zeit in ihre Bagger-Power-Rüstung zu investieren, aber das war noch nie ihre Art. Ich sah, wie das Feuer in ihren Augen loderte, das gleiche Feuer, das sie hatte, als wir diese Diamantmine in Afrika besichtigten. 6 trockene Tunnel, aber sie ist dran geblieben. Die meisten von uns hätten schon nach 4 aufgegeben, aber siehe da, im 7. wartete der Jackpot. Sie ist über ihre Grenzen hinausgegangen und es hat sich bezahlt gemacht. Aber jetzt mache ich mir Sorgen, Diamanten zu finden ist eine Sache. Aber alles auf einen Traum zu setzen, das ist eine wahre Herausforderung. Was stand da noch? Heute erledigt, Punkt 222, Lieferung verschicken. Lieferanten wegen der Bestellung für nächsten Monat anrufen. Okay. Es ist nun eine Woche her, dass Garahan die Herausforderung gegen Hornwright verloren hat. Aber Vivian weigert sich, immer noch aufzugeben. Sie verbringt die meiste Zeit des Tages in ihrem Arbeitszimmer und kommt gerade mal zu den Mahlzeiten heraus. Wir haben seit Tagen nicht im selben Bett geschlafen. Diese Niederlage hat sie extrem getroffen und ich wünschte, ich könnte sie irgendwie trösten. Ich habe ein paar Maler an ihre Tür geklopft, aber sie antwortet nicht. Ich fürchte, das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Und das geht ihr schwer an die Substanz. Erledigt, Punkt 301. Herzstück und Steinkranz auf Ring. Was steht da noch? Bäckerei?
Bäckerei anrufen und Vivians Lieblingsgebäck bestellen. Wie süß. Okay. Was haben wir denn da? Ganz normales Schwarzpulvergewehr. Naja, kann ich auseinandernehmen. Falls ich jemals irgendwas finde. Oh, 35. Gut, nehmen wir nicht auseinander, behalten wir. Vielleicht haben wir Glück und hier ist noch irgendwo eine Werkbank. Irgendwo muss ja wohl eine Hausmeisterkammer sein, oder? So groß wie das hier ist. Wer braucht denn überhaupt so viel Platz? Stellt euch mal vor, ihr müsst hier aufräumen. Wäre richtig grausam. Könnte ein Hotel sein. Fragt mich nicht, warum ich jeden Schwachsinn mitnehme. Ich finde, es sieht lässiges Outfit. Mit Punkten? Naja. Manche Sachen sehen einfach so dämlich aus, dass man sie mitnehmen muss. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Wenn du mich entdeckt hast, wieso musst du mich dann suchen? Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Okay, hier ist einfach mal ein Auto. Ist der Typ auf dem Dach? Abgedunkelte Metallrüstung, Armee. Okay, nee, Arme, nicht Armee. Was bringt es jetzt hier hochzugehen, außer die tolle Aussicht zu genießen? Tschüss. Soll ich mal hier runterspringen? Tolle Aussicht haben wir ja schon, ne? Aber ist doch ein Hotel, das kannst du mir doch nicht erzählen. Geil ist das schon. Okay, das war kacke. Ich möchte gerne hier alles untersuchen. Wer weiß, was Bethesda hier alles versteckt. Ich könnte sterben, wenn ich falsch. Was war das bitte? Oh. Geile Nummer. Hab ich das gesehen, wie er einfach nicht springen wollte? Ja, wie komme ich jetzt rein? Okay. Bin drin. Willst du mich wieder daran erinnern, wie geil das da ist? Das da! Nicht das da. Das da ist mir scheißegal. Ich will dahin. Geil wäre es, wenn es hier ein Fenster geben würde und einen Stuhl. Dann würde ich das da machen. Oh Mann. Was eine Scheiße. Na gut, gehen wir nochmal hoch. Wir haben da offensichtlich noch nicht alles untersucht. Ich leg mich kurz hin, dann kriegen wir unsere Ausdauer wieder. So ein Scheiß. Ganze Folge lang, gestern und heute nichts gefunden. Wolltest du dich hinlegen? Muss ich nicht verstehen, ne? Ich meine, wenn es hier wenigstens eine Laborstation geben würde, irgendwas. Sag bloß, hier, selbst hier ist eine Toilette. Ah, ich wollte schon sagen. Danke, Ben Luca Cola, ja.
Das macht die Kampfflinte hier. Ah, wir sind hier erst beim... Oh, wir sind erst beim Klavier. Gott. Ich versuche auf jeden Fall nicht nochmal da hinten hinzulaufen. Also schon dieses Mal... Allein schon Streikbrecher. Ich hatte dieses Mal schon viel Glück, dass ich überlebt habe. Komm schon, ich erlöse dich. Erst muss ich mal genau hingucken, wenn hier irgendwo eine Werkbank ist. Das würde mich schon retten. Ah, das war die lästige Kleidung. Ah, da war eine... Ah, hier habe ich Sachen hingeworfen. Die Badewanne habe ich dabei aber nicht gesehen. Gehen wir noch höher. Vor allem, ich muss den ganzen Scheiß noch runterlaufen dann. Oder ich springe. Einfach nur so just for fun mal runterspringen. Weil was habe ich zu verlieren? Ich kann ja alles wieder aufsammeln. Und es wäre lustig, wenn unten jemand stehen würde und das sieht. Stell dir vor, jemand fällt einfach runter. Plopp. Am besten auf euch drauf. Ja, nee, Werkband seh ich jetzt hier nicht. Ah, gut, ich würde sagen, springen wir einfach, ne? Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Na gut, nee, ich nehme den Fahrstuhl. Freunde, aber ich schleiche jetzt zum Fahrstuhl und wir sehen uns einfach morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann schauen wir mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.